Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii. Ja, in der letzten Folge haben wir. Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt! Dingens. Wir haben die Tundra erkundet. Genau. Boah. Ich hatte eigentlich vor, offscreen ein bisschen hier zu farmen, so ein bisschen Sachen einzusammeln und so, aber ich werde hier wieder von Sprechblasen erschlagen. Also ja, die wollen wohl, dass ich irgendwie in der Story weitermache, und da ich das nicht machen will, ohne dass ihr das seht, habe ich hier ein Problem und muss jetzt mal aus dem Weg räumen. Also machen wir weiter mit dem Projekt. Hallo Jäger, danke, dass du gekommen bist. Ich habe eine Bitte an dich. Wie du vielleicht weißt, gibt es bei der Farm ein Feld, das noch nicht wieder nutzbar gemacht wurde. Wir wollen es umpflegen, damit die Farm wieder so viel produziert wie vor dem Erdbeben. Wenn uns das gelingt, ernten wir auch wieder mehr. Du weißt ja, dass wir dafür Material und Rohstoff brauchen. Tut mir leid, dass ich dich in diesem Ding belässe. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Du hast schon sehr viel für uns getan, aber es ist wirklich wichtig. Bla 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 bla, her damit. Was wollt ihr denn? Superangler. Okay, das habe ich auch noch nicht, ja. Feld der Träume. Oh, okay. Gut. Wenn du mir jetzt sagst, dass wir ein neues Feld brauchen, komm ein bisschen näher, damit ich dich ansehen kann. Ah ja, ja, du bist bereit. Es geht um Folgendes. Der Lagiakros wurde wieder in, okay, super, in Moggas Gewässern gesichtet. Du weißt, was das bedeutet. Aber keine Sorge, ich weiß, dass du für diese Aufgabe bereit bist. Ja, ich wette, du bist härter als, ja. Wenn mir gut zu, der Lagiakros hat ein besonderes Organ am Rücken, mit dem er Elektrizität leiten kann. Auf sie musst du achten. Je mehr Strom die Bestie erzeugt, desto heller schimmern diese Organe. Es soll ein wunderbarer Anblick sein. Leuchten wird so schnell, das Leuchten wird so hell, dass Seeleute es schon für Blitze gehalten haben. Das Problem ist nur, dass die meisten dieser Seeleute jetzt tot sind, weil sie nicht so schnell davon gemacht haben. Wenn diese Organe erst einmal aufgeladen sind, setzt der Lagiakros die Elektrizität in einen tödlichen Angriff frei. Je schöner der Anblick, desto mehr musst du aufpassen. Fast wie bei meinen ersten Freundin irgendwie. Also beweg dich vorsichtig in der Nähe dieser Organe. Pass auf! Habe geschrien, damit du es ja nicht vergisst. Wenn es einen Weg gäbe, das Aufladen zu verhindern, könntest du es vermeiden, gerüstet zu werden. Wo sagte ich vielleicht eine Chance? Ich meine, noch eine bessere Chance. Alles wird gut. Die Gilde hat eingewilligt, diese Quest offiziell zu machen. Geh beim Questschalter vorbei, wenn du bereit bist. Ja, aber in dieser Folge nicht. Also, ich mache ja gerne mal ein Spielchen, aber was ich dir jetzt sage, ist tot ernst. Habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Ja, du fragst dich bestimmt, was los ist. Du fragst dich sogar bestimmt, ob ich überhaupt zu einem ernsthaften Gespräch in der Lage bin. Tja, finden wir es heraus. Er ist wieder da, der Lagiakros, der Fürst der Meere höchstpersönlich. Weißt du noch, wie du zum ersten Mal einen gesehen hast, bei dem allerersten Quest, das flaue Gefühle Magen? Tja, ich als deine beste Freundin in deiner gesamten Jägerlaufbahn darf wohl mit einer Bestimmtheit sagen, du bist bei Weitem ein besserer Jäger als der, der damals vor diesem Lagiakros um sein Leben gerannt ist, geschwommen. Du hast dich zu einem wirklich gewandten Jäger entwickelt, es wird Zeit, das Dorf Mogga wie geplant zu retten. Oh, und wenn es schwierig ist, ihn zu erlegen, dann reicht es auch, ihn zu vertreiben. Wenn du ihn genug Angst haben jagst, kommt er sicher nicht zurück, und außerdem ist deine Hose offen. Reingefallen? Okay. Ja, lassen wir halt aber erstmal. Wir haben ja noch eine ganze Menge andere Sachen. Wie zum Beispiel den Großbuggy oder den Lagombi. Ich glaube, die kümmern wir uns jetzt erstmal, ne? Nein, warum nicht? Dann habe ich wieder Monster, die ich offscreen platten kann. Okay, welchen nehmen wir denn als erstes? Der tut nur 1400 einbringen. Deswegen denke ich mal, der ist ein bisschen, weiß ich nicht, schwächer. Haben wir irgendwas Neues? Was? Also nee. Ich möchte ein Jumbo-Brot mit Himmelsbrot. Habe ich irgendwas, was Eis oder so halbiert? Er hat nach einem hohen Spaß großer Vektor von Verteidigung, Abwehr unter und beschleunigt Schadenserholung. Keine Ahnung, machen wir das einfach. Ja. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, der Typ. So. Immer noch mit dem coolen Anzug übrigens und mit den Attentätern durch, ja. Und ja. Den Lagiakros, den verschieben wir mal ein, zwei Folgen und machen uns erstmal auf die kleineren Viechern hier bereit. Ah. Ist eigentlich noch gute Sachen dabei haben, ja, gebratenes Steak und so. Also wieder so kleinere Viecher, die sind nicht so schwer, zum Glück. Oh, eine Blitzbombe. Ich weiß nicht, wie man mit denen umgeht.
Da fordern wir erstmal eine Ration. Union, Union. Was? Okay, dieses Viech sind wir ja schon begegnet. Auf unseren ersten Quests hier in der Tundra. Deswegen können wir schon einschätzen, ob der schwer ist oder nicht, ne? Würde ein erfahrener Jäger jetzt sagen. Oder einer, der von nichts eine Peilung hat. So, diesmal mit Cutscene sogar. Der tut irgendwie Eisangriffe machen, verdammt. Aber der ist nur am Schlafen. Die wollen nur mit dem spielen. Ah. Was sagen denn meine Jägernotizen? Keine Zeit. Ich habe noch gar nicht ein Dings getrunken, merke ich gerade. Bams. So, komm her. Schon wieder diese Yagi-Musik, wie ich sie nenne. Boah, verpiss dich. Soll ich mal von dir einen Schweif abhauen? Das tut bestimmt weh. Aber den geht das nicht, glaube ich. Weil einfach platt. Dürfte ja nicht so eine lange Folge sein wie zum Beispiel gegen den Gobul oder so. Verpisse er sich. Ich habe einen Anzug und einen Zylinder. Ich bin sehr adelig. Bestimmt. Oh, der ist wieder aufgewacht. Nein, los, hilf mir. Ich habe dir geholfen. Jetzt hilf mir. Dauert ab, oder? Bäcker ein. Fahrball. Spiel ich mal wieder ein, zwei Tage nicht und hab wieder alles komplett vergessen. Warte. Ich hab auch das hier. Was sagst du dazu? Friss das! Ah, meine Augen! Was hat der Dreck? Ah. Jetzt schon, hat eigentlich lange gehalten. Komm schon. So, ich habe mich Auto blocken, weil ich tue irgendwie nie von alleine blocken. Oh Mann, geht mir voll auf die Fresse. Ist gut, Mann. Ich esse gerade. Glaube ich. Oder ich stecke mir irgendwas in den Mund einfach so zum Spaß. Lass mich mal heilen, ey. Alter, er lässt gar nicht von mir ab. Muss ich dazu gehoben sagen? Oh, komm her. Ah, verdammter Dreck. Oh Mann, bleib hier. Kann bestimmt wieder irgendwie den Kopfschmuck von dir kaputt machen. Falls man so nennen kann, der Thorn. Ja, wie kann man nur so daneben auch? Fragen Sie sich. Ja, aber noch keinen Bock hier abzuhauen anscheinend. Oh, schau mal ab, ich muss meine Waffe schleifen. Oh nee. Ah, verpisst euch. Ah. Oh mein Gott, meine AP sehe ich gerade. Okay, dauert abgeholt. Mann, der gibt mir aber ganz schön auf die Fresse. Ey. Bist er sich? Clash of the Titans. Mach. Ich hätte gerne noch ein paar neue Waffen und so hergestellt, aber nein. Dann muss ich die Story ja wieder melden.
Ich will ja nichts hier aufnehmen, aber ich habe vergessen, meine Waffe zu schleifen. Warte, ich komme gleich zurück. Dreck. Boah, jetzt sind sie direkt alle hier, ne? Könnt mich noch mal. Ihr könntet mir ruhig helfen gegen dieses Viech. Euren mächtigen Hauern. Und frisst das. Ein Täter durch, der müsste auch stark genug sein, noch mit den Dingen mitzuhalten. Kann mich auch so drehen. Ha, daneben. Schon wieder daneben. Sehr gut. Oh nein. Oh, hier läuft das irgendwie einfacher, habe ich so das Gefühl. Ich bin schon an der Umgebung, ihr seid nicht so kalt. Ganz bestimmt. Ah. Sehr gut. Hab ich irgendwas abgetrennt? Ich glaube nicht, ne? Wie der immer so in den letzten Schlag, in den letzten Schlag so drin ist. Keine Animationen hier. Ja, genau die. Ja, der ist gleich schon platt, habe ich so das Gefühl. Der ist gleich schon flach. Oh mein Gott, bin ich flach. Da freue ich mich echt, ob man hier mein Gebuttonmesh irgendwie hört. Hä? Meine Waffe ist schon zweimal kaputt, sagt mir doch. Ja, das habe ich nicht. Pff, war geduckt, was machst du jetzt? Schön. Meine Güte, er trifft mich nicht, weil ich geduckt war. Oh, der haut seine Kollegen voll kaputt. Oh nein. Was ist das? Oh, Hut. Ah, warte. Also, mitten in die Fußleiste. Weil jetzt sagen in den Fresse, aber das hier ist nicht seine Fresse. Ah. Pff. Abgelehnt. Sieht auch schon kaputt aus. Ah, daneben. Ja, der sieht schon so aus, als würde er gleich down gehen. Jetzt aufgefallen, der macht den Angriff immer zweimal hintereinander. Oh, der ist immer noch nicht kaputt. Warum? Warum? Ah, schön. Egal. Den schnapp ich mir. Das sieht schon wieder das letzte Gebiet aus, irgendwie. Hier sind ganz viele von diesen Viechern. Und ich treffe den nicht. War jetzt schon? Are you kidding me? Der ist immer noch kaputt. Und dann flieg doch mal um. So, jetzt macht er noch mal, ne? Ja, sag ich doch. Seht ihr, ich kann was. Das ist natürlich sehr... Boah, sind jetzt schon wieder... Muss mal kurz wetzen. Alter, wie die einen verfolgen, ne? Und was für eine Geschwindigkeit. Oh Mann. Oh Mann. Er hat seinen eigenen Kollegen angespuckt. Er hat schon wieder das Gebiet gewechselt. Ich bin geduckt, er könnte mir nichts. Ich bin unbesiegbar, wenn ich mich ducke.
Sehr schön. Okay, nee, den haben wir ja erstmal in so eine Höhle getroffen, ne? Das ist bestimmt die Höhle irgendwie das letzte Gebiet, wo wir ihn treffen. Ja, hier. Ja, ich erinnere mich. Boah, macht die Tür zu, er zieht. Ja. Das dreht da vollkommen durch, habe ich das Gefühl. Nicht gerade eine gute Kamera zu kämpfen. Boah. Ah, ja, zweimal. Verpisst euch, Mann. Oh mein Gott, das ist ja ein Kampf zwischen Mensch und Bestie. Okay, ihr seid auch Bestien, aber trotzdem. Ihr seid nur Kleinfutter. Ruft er jetzt noch mehr? Krise. Können die eigentlich ihre eigenen Leute hier töten? Ihren eigenen Viecher? Das glaube ich noch nie so gesehen. Ja, müsst ihr eigentlich, ne? Oh ne. Auch noch. Nein, verdammt. Boah, die Viecher sind überall. Schlitz, Schlitz, Schleif. Zack, Schleif, 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 Schleif. Aha. Geh ich immer zu den Großen. Oh, der pennt. Jetzt ist er dran. Oh, ich habe seinen Horn kaputt gemacht. Sehr schön. Vielleicht eine blöde Idee, das jetzt mitzunehmen, aber egal. Wyvern-Trainer. Oder Wyvern-Trainer. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht offiziell. So. Wir haben die alle hat gleiche Kampfmuster. Also Yagi und Buggy und Woggy und was weiß ich. Ah! Das war der letzte irgendwie, den ich gesehen habe, der irgendwie so ein Yagi-Verwandter ist. Also falls jetzt noch irgendwelche solche Viecher rumlaufen, boah. Auf der Welt habe ich sie noch nicht gesehen. Im Großformat. Da wird das Spiel blind. Oh nee. Ich will aber nicht schlafen gehen, Mann. Pennt der da eiskalt? Ja, okay, der ist auch die ganze Zeit am Pennen. Warte, jetzt krieg ich dich. Du bist ja voll im Weg, ne? Weißt du das eigentlich? Ach so, bist du gleich auch schon kaputt, oder? Oh, verdammt. Oh, schon wieder. Ah, ich meine Megatränke bitte nicht ankratzen. Wenn's geht. Lange nicht viel, nur dass ich töte, ja. Okay, die haben doch andere Angriffe. Die spucken noch. Hat der Yagi zum Beispiel nicht gekonnt. Wenn die sich alle gegenseitig um. Oh, schon wieder. Oh, wie du aus ab. Glaub mir, Spinner. Ist wieder irgendwo hin. Wie jetzt? Ey! Wo ist der denn jetzt hingegangen? Mann! Da bestimmt, ne? Warte, den schnapp ich mir. Ein Megatrink benutzen wir mal. Ich habe jetzt eine bessere Honigfarm. Da. Hui! Wo ist er?
Wo ist er? Ich habe ihn jetzt echt verloren, verdammt. Warte, wenn ich den kriege, dann ist er tot. Wie alle anderen Viechern auf dieser Welt. Macht überhaupt einen Sprintextrakt? Keine Lust, das jetzt herauszufinden. Wo ist er? Verdammt, der heilt sich gleich hier wieder voll hoch. Was? Boah. Nicht hier. Der Pisser, der ist abgehauen. Da ist er. Der haut schon wieder ab, oder? Wieder aus. Ab, Mann. Wer geblieben, Mann? Ihr seid schon wieder in den Bau rein. Willst mich auf den Arm nehmen? Oder rein. Boah. Der ist bestimmt jetzt wieder dahin gegangen, ne? Leck mich. Soll das denn schon öfter passieren in dem Spiel? Aber ich mach doch meinen Anzug hier noch voll kaputt. Ah, du Blöder. Warum? Warum macht er das? Was soll er das? Hör auf damit. Er greift mich voll ein. Ach, Mann, er auf damit. Alter! Boah, ich komme hier gar nicht den anzugreifen. So, nochmal abhaus, ne? Ich schwör. Ey, Alter, ich schwör, Mann. So, jetzt bitte, geh da und jawohl. Mit Ankündigung. Oh. Wenn mich jetzt hier mal jemand einschläfert, ne? Groß Buggy out. Na, lasst mich loben. Noch eine Groß Buggy out. Und der Groß Buggy Klaue. Und dann noch ein paar Erzige. Bams. Lichtkristall. Ich hoffe, ausgehen einige farmen können. Mal. Bevor ich wieder in die Story reingerutscht bin. Aber bevor ich den Lagiakros hier noch mache, kommen wahrscheinlich nichts. Irgendwelche Sprechblasen, oder? Das ist ein bisschen doof. Diamantsamen. Quest erfüllt. Was Objekte werden zu über? Ja, jetzt wollt ihr mich angreifen. Jetzt bin ich auch unbesiegbar. Jetzt könnt ihr mich mal. Ah, schön. So, Hautschuppe. Knochenhülse, Klaue. Schlafbeutel, Großbuggy-Klaue. Königskamm. Ja. Den brauchte ich für irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr was. Schlaflied im Blau. Gut, schön. Haben wir wieder was getötet, was gelootet und so. Niemand will mit mir sprechen. Oh. Hast du wieder was zum Eintauschen? Ich habe aber nichts. Verdammt. Ich möchte meine Dingens hier wieder aufballern, meine Schiffe. Ja, aber na gut. Nichts zu tun. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.